Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe der Fragberger Show hier im ARBÖ Verkehrsradio. Wir feiern nämlich heute die 100. Ausgabe. Ja, 100 Mal habe ich, mein Name ist Jürgen Fraberger, bereits Ihre Fragen rund um die Mobilität in der informativsten Show im Digitalradio beantwortet. Fragen, bei denen es um Kindersitze, die Autobahnvignette, den Gütertransport im Fahrzeug, das Fahren mit Anhängern, die ARBÖ-Angebote oder auch um die Sommer- oder Winterbereifung ging. All diese Fragen beantworte ich Ihnen einmal pro Woche direkt im Radio. Meine Kolleginnen und Kollegen vom ARBÖ-Informationsdienst machen dies jedoch 7 Tage die Woche am Telefon. Und deshalb werde ich mich heute mit meinen Kolleginnen und Kollegen vom ARBÖ-Informationsdienst etwas unterhalten und gemeinsam finden wir raus, welche Erfahrungen denn Sie schon im ARBÖ-Infodienst gemacht haben, was die schwierigsten Fragen waren und vieles mehr. Das sollten Sie heute nicht verpassen und für die nächste Woche senden Sie mir wie gewohnt wieder Ihre Fragen per E-Mail verkehrsradio@arboe.at, so lautet die Adresse. Und ich beantworte Ihre Fragen direkt in der nächsten Ausgabe der Fragberger Show. Heute wird aber mal gefeiert. Gleich geht's los. 100 Ausgaben, na wenn das kein Grund zum Feiern ist. Wir feiern aber heute nicht alleine, denn bei mir zu Gast ist der langjährige ARBÖ-Informationsdienst-Mitarbeiter Thomas Haider. Hallo Thomas. Hallo Jürgen. Du bist jetzt ja schon eine gefühlte Ewigkeit im ARBÖ-Informationsdienst. Wie lange eigentlich genau? Ja, es fühlt sich mittlerweile fast wie eine Ewigkeit an. Ich bin seit 1996 im ARBÖ-Informationsdienst. Das sind jetzt mittlerweile mehr als 27 Jahre. Du gibst ja nicht nur telefonische Auskünfte, sondern bist ja auch in den Medien vertreten. Im TV hat man dich schon oft gesehen und auch viele Radiosender bitten dich ja regelmäßig um kurze Interviews. Und genauso kommst du ja auch in vielen, vielen unserer Pressemitteilungen vor. Das ist richtig, ich mache das ganz gerne und vor allem sehe ich das auch als Teil meines Jobs. Auch meine Mutter und meine Eltern freuen sich immer wieder, wenn sie mich im Radio hören oder auch in der Zeitung lesen. Also es hat auch einen sehr angenehmen Nebeneffekt. Was mich jetzt aber brennend interessieren würde, Thomas, gibt es eine spezielle Frage, die du im Laufe deiner Karriere gestellt bekommen hast, die dir in Erinnerung geblieben ist? Oder war was Besonderes, ein Highlight, auf das du vielleicht lächelnd zurückblickst? Was Fragen betrifft, ist mir schon sehr viel, wenn nicht fast alles untergekommen. Eines der Highlights war sicherlich eine Krankenrückholung aus Libyen. Hier muss man dann dazu wissen, dass das in den 90er Jahren war. Und damals gab es noch eine Flugverbotszone über Libyen. Eines unserer Mitglieder war dort im Zuge eines Motorradunfalls gestürzt und wir mussten es zurückholen. Wir mussten dann sogar bei der UN intervenieren, damit unser Ambulanzjet, der das Mitglied zurückholte, von dieser Flugverbotszone ausgenommen wurde. Das war sicherlich eines der Highlights meines beruflichen Lebens. Vielen Dank, Thomas Haider, meine Damen und Herren, das Urgestein im ARBÖ-Informationsdienst. Ich danke dir für die Einladung und für das nette Gespräch. Gemeinsam feiern wir heute die 100. Ausgabe der Fragberger Show hier im ARBÖ-Verkehrsradio und ich darf heute mit allen meinen Kolleginnen und Kollegen vom ARBÖ-Informationsdienst dieses kleine Jubiläum feiern. Bei mir ist deshalb jetzt Johannes Küstner. Hallo Johannes. Hallo Jürgen. Auch du bist ja jetzt schon ziemlich lange bei uns beim ARBÖ-Informationsdienst dabei. Wie lange ist denn genau ziemlich lange? Seit diesem Monat sind es genau 12 Jahre. Na das kann sich schon sehen lassen. Johannes, was sind denn derzeit so die häufigsten Fragen, die du täglich im ARBÖ-Infodienst gestellt bekommst? Von unseren Mitgliedern, wie sieht es denn morgen mit dem Wetter aus und wie sind die Straßenverhältnisse? Aber es sind auch einige Autopreisspiegel dabei. Und von den Kollegen, was essen wir heute zum Mittag? Alles Themen, die wir hier in der Fragberger Show auch schon besprochen haben, bis aufs Mittagessen. Aber bestimmt ist auch dir eine spezielle Frage oder eine eindrucksvolle Geschichte in Erinnerung geblieben. Fällt dir da irgendetwas Besonderes ein? Ich erinnere mich an ein Mitglied, das eine in Auftrag gegebene Reiseroute nicht rechtzeitig bekommen hat. Das war kurz vorm Wochenende und am Montag hätten sie ihre Reise beginnen sollen. Nach kurzer Rücksprache mit der Einsatzleitung Wien brachte ein Bahnenfahrer ihr das gewünschte Informationsmaterial.
Na, schau, das ist aber lieb. Vielen Dank, Johannes Küstner vom ARBE-Informationsdienst, einer unserer Verkehrsexperten. Danke, Jürgen. Sicher durch den Herbst, der Ölwechsel, E-Bikes, der Gebrauchtwagenkauf, Achtung Marderbiss und Urlaub in den Nachbarstaaten, das waren einige Themen, die wir in den 100 Ausgaben der Fragberger Show genauer beleuchtet haben. Fragen, die auch der ARBE-Informationsdienst täglich beantwortet, so auch meine Kollegin Christina Hönigl. Hallo Christina. Hallo, schön hier zu sein. Schön, dass auch du heute mit uns mitfeierst. Du bist ja auch schon seit November 2017 bei uns im ARBE-Informationsdienst. Hast also vor 4 Monaten dein 5-jähriges Jubiläum gefeiert. Gratulation. Was sind denn deine Spezialaufgaben bei uns beim ARBE-Informationsdienst? Aufgaben, die speziell ich neben dem Tagesgeschäft erledige, sind in erster Linie Spezialrecherchen, die nicht gerade alltäglich sind. Eine besondere Sache sind für mich aber die ABÖ-Reiseserviceblätter, also Länderinfos für Fahrten ins Ausland. Diese aktualisiere ich jährlich inhaltlich und das bedeutet schon, 2 Monate oder länger am Stück damit zu tun zu haben. Okay, und wenn wir jetzt die telefonische Betreuung betrachten, gab es da in den letzten 5 Jahren Fragen oder spezielle Fälle, die dir in Erinnerung geblieben sind? Wir bekommen überraschend häufig besondere Anfragen rein. Anrufe erkundigen sich bei uns nicht nur im Rahmen unserer Kernthemen, sondern fragen durchaus auch zum Beispiel nach dem Wetter, wollen bei uns Taxis bestellen oder, Achtung, jetzt genau zuhören, sie wollen Klebevignetten über das Telefon kaufen, so als würden sie mir persönlich gegenüberstehen. Klebevignetten übers Telefon. Okay, alles klar. Christina, auch dir vielen Dank, dass du heute in der Fragberger Show zu Gast bist. Du bist ja heute auch mit den Wiener Öffis unterwegs, das heißt, du darfst dir ein Glaserl Sekt heute gönnen. Danke für deine Zeit und deinen tollen Einsatz bei uns beim ARBE-Informationsdienst. Danke an dich für die Einladung. 100 Ausgaben Fragberger Show, Corona-Schutzmaßnahme, die richtige Kindersicherung im Auto, Ärgernisse beim Autofahren, aktuelle Verkehrsmeldungen, das Tanken, das Motorrad einwintern und vieles, vieles mehr. Ja, die vergangenen Shows finden Sie übrigens auf YouTube zum nochmal anhören. Bei mir ist jetzt mein Kollege vom ARBE-Informationsdienst, Josef Kosander. Hallo Josef. Hallo Jürgen, danke für die Einladung. Wie lange bist du jetzt schon wieder im ARBE-Informationsdienst-Team? Seit Dezember 2020, also mehr als 2 Jahre. Was sind in deinen Augen die häufigsten Fragen, die du täglich von unseren Anruferinnen und Anrufern gestellt bekommst? Das sind Fragen zur ARBE-Mitgliedschaft, zu den Produkten, zum Beispiel Sicherheitspass und zu den Serviceleistungen des ARBE. Gibt es im ARBE-Informationsdienst etwas, was du besonders gerne magst? Ich meine, wir recherchieren ja Verkehrsmeldungen, Spritpreise, Badeseetemperaturen, das Bergwetter, wir machen Reiserouten, checken die Schneeberichte. Ist da irgendetwas dabei, was du am liebsten magst? Am liebsten mache ich die Reiserouten. Es macht mir viel Spaß, mich damit zu beschäftigen, die richtigen Routen zu finden und Informationen, die Sehenswürdigkeiten und anderes zu recherchieren. Vielen Dank, Josef, und alles Gute weiterhin bei uns im ARBE-Informationsdienst. Danke vielmals. Wir feiern heute die 100. Ausgabe der Fragberger Show hier im ARBE-Verkehrsradio und der ganze ARBE-Informationsdienst, sprich alle meine Kolleginnen und Kollegen, die Ihnen täglich telefonische Auskünfte zu allen Themen rund um die Mobilität geben, die feiern heute mit. So auch unsere jüngste Mitarbeiterin, nämlich meine Kollegin, die Lisa Schnitzler. Schön, dass du heute auch dabei bist, Lisa. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Lisa, seit wann bist du denn jetzt ganz genau dabei und was sind deine bisherigen Eindrücke? Seit Anfang dieses Jahres bin ich dabei und meine Eindrücke sind sehr positiv. Ich habe sehr viele nette Kollegen und ich lerne sehr viel Neues dazu. Sicherlich ist dir auch schon aufgefallen, dass viele, viele unterschiedliche Anfragen bei uns im ARBE-Informationsdienst landen, aber des Öfteren geht es auch immer wieder um dasselbe Thema. Gerade jetzt im Jänner ist das Vignettenthema ja zum Beispiel ein oft gefragtes. Was ist denn dir so aufgefallen? Gibt es da Fragen unserer Anrufer derzeit verstärkt, wo es ums Gleiche geht? Die Leute haben eine Panne und rufen statt der 123 fälschlicherweise den ARBE-Informationsdienst an. Außerdem kommen verschiedene Anfragen bezüglich der Straßenverhältnisse und den aktuellen Wetterbedingungen. Fahrzeugbewertungen sind auch derzeit sehr beliebt.
Mich freut es jedenfalls unheimlich, dass du, liebe Lisa, unser Team verstärkst und für unsere Anrufer da bist. Ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg bei der Einschulung, denn im ABÖ-Informationsdienst lernt man ja schließlich nie aus. Vielen Dank, Lisa, dass auch du heute zum ersten Mal bei mir im ABÖ-Verkehrsradio zu Gast und zum ersten Mal zu hören warst. Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut. Das war die Jubiläumsausgabe der informativsten Show im Digitalradio. Wir haben heute gemeinsam 100 Ausgaben Frag-Berger-Show gefeiert. Schlussendlich möchte ich mich auch noch bei Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich bedanken. Sie hatten und haben hoffentlich auch weiterhin stets ein offenes Ohr für mich und ich wiederum hoffe, dass ich Sie mit den ein oder anderen Informationen vielleicht etwas schlauer und informierter an manche Sachen rangehen habe lassen. Wir hören uns nächste Woche wieder zur neuen gewohnten Zeit, 9 bis 10 Uhr am Sonntag. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.